Das gefällt mir. Gut, gut. Eine schöne Sieg. Was? Eine schöner Sieg? Heißt er nicht ein schöner Sieg? Ist okay. Eine schöner Sieg. Ich habe auch nichts Geringes erwartet. Scheinbar liegt es an mir, euch zu besiegen. Doch zuvor will ich nur... Bitteschön. Yeah, wir wurden geheilt. Es macht keinen Spaß, mit Gegnern zu kämpfen, die geschwächt sind. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Ich glaube, der netteste Bösewicht, den wir jetzt erleben. Kommt, Donner. Erlaube mir das Vergnügen, euch in einen Kampf zu verwickeln. En garde. Okay. Duran, was hast du drauf? Ich würde sagen, das passt. Das passt von Heilen, ja. Ich werde natürlich erstmal... hat er eigentlich das? Naja, doch, er. Wer hat es? Boing, okay. Das war nicht so geplant. Schmuggeln zählt nicht dazu, von Boing getroffen zu werden. Okay. Er fängt immer nur mit diesen blöden Vielfachschlägen an. Das gefällt mir nicht. Hau doch mal wieder richtig rein. So, nochmal eine Mega-Stärkung. Zur Sicherheit. Wer weiß, was er alles drauf hat. Energieschub, Drono. Ja. Doppelten Schaden, Windsichel. Warum setzt ihr immer die furiosen Fäuste ein? Das verstehe ich nicht. Ha. Warum auch immer. Okay. Poink. Es gibt Boing und Poink. Was waren jetzt die Unterschiede? Ulti-Heilung. Sehr nice. Aha. Es gibt tatsächlich extra Schaden. Gering, aber es ist immerhin etwas. Das heißt, man macht fast insgesamt 200 Schaden, wenn man bloß angreift. Ohne, dass er geschwächt wurde. Ja, das waren jetzt 220, also 205 oder so. Auf jeden Fall 200 Schaden ist doch gar nicht mehr so schlecht. Und natürlich kann der das natürlich auch. Alles wird aufgehoben. Energieschub. Das kann jeder. Ich glaube, das ist der... Okay, das ist der Endboss. Ich bin gespannt auf den allerletzten Kampf, weil das ist jetzt nur so ein Zwischenkampf gegen ihn. Das wäre eher dann zu einfach, wenn das jetzt schon das Ende wäre. Wäre ja ein bisschen Schwachsinn, weil in der Lösung steht noch, dass wir noch einige Kapitel vor uns haben. Hier, ich hab's auch gelesen, dass hier, dass wir gegen drei kämpfen werden. Und da ist er dabei und... Es scheint wohl nur ein Zwischenboss zu sein. Okay, ich greife weiter an. Was anderes bleibt mir nicht. Ist gar nicht mehr so schlecht, die KI einfach mal zu lassen. Ich könnte vielleicht Schnitz noch andere Fähigkeiten geben, damit er mal das Richtige tut, was ich möchte. Nicht immer die furiosen Fäuste. Der macht dem am wenigsten Schaden. Wenn er ja mal trifft, ne? Wenn er mal trifft, macht der vielleicht ein bisschen mehr Schaden als mit seiner Faust. Befehle befolgen. Kämpfen, angreifen. Und das war das. Furchtbare Faust. Ja, sag ich doch. Das trifft doch. Deswegen verstehe ich nicht, warum er das nicht einsetzt. Mega Stärkung und dann furchtbare Faust. Vielleicht kommt hier irgendwo nochmal ein Energieschub. Wer weiß. Okay, das hat sich wieder aufgehoben. Ich bin gespannt, ob der auch andere Phasen hat. Also ganz am Schluss.
Was haben wir denn hier so Schönes eigentlich? Plop, Edgewupp. Plop, lässt Untote in einem Blitzlicht verschwinden. Hindert den Feind daran, Zauber einzusetzen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja. Es funktioniert einfach nicht. Besonders weil er noch so einen scheiß Lichtstrahl hat. Ja, Lichtwahl. Das war ein schöner Schaden. Was haben wir denn hier? Greif nach einem Schleier ihn aus dem Kampfgeschehen. Das wird auch nicht klappen. Nehmen wir mal Teufelsbeil. Versuchen wir das doch einfach mal. Untot. Untot, tot. Dieser Angriff wirkt vor allem gegen Untote. Ich probiere mir den Kniekracher. Mal schauen. Okay, hör auf damit. Jawohl! Tja, wunderschön. Wunderschön. So muss es sein. Rebecca erreicht Stufe 35. Cool. Überragend. Ich wurde absolut und vollkommen besiegt. Aber das ist nicht das Ende. Ich weiß Stärke zu schätzen und es gibt etwas, das ihr wissen sollt. Mörder, Jamirus, Gracchus und ich sind lediglich Untergebene. Was? Es gibt noch einen höheren? Unser Anführer ist Mortamor. Ihr Menschen nennt ihn den Erzfeind. Ihr wart alles nur Untergebene? Also ist Mortamor der Endboss. Okay. Angesichts seiner gewaltigen Machtfülle hätte sogar wir Schreckensfeinde nicht die geringste Chance gegen ihn. Ihr müsst mächtiger werden. Nur dann könnt ihr auch nur hoffen, seiner Macht trotzen zu können. Dorona, ich bete, dass wir uns wiedersehen in unserem nächsten Leben. Dann können wir noch einmal gegeneinander kämpfen. Das war der netteste, wirklich der netteste Bösewicht ever. Halt uns und sagt sogar noch ganz stolz, nur weil er verloren hat. Wir sehen uns im nächsten Leben. Hammer. Ey, ich wusste gar nicht, dass Mordor, Geronimus und Gracchus 4 Untergebene. Wow. Ey, ich wollte gerade zu dir rennen. Wollt ihr mich einfach hier so liegen lassen? Nein, natürlich nicht. Du kommst mit mir. Verflucht seid ihr. Jedes Mal dasselbe. Immer tauchen Eindringlinge von aller schlechtesten Zeitpunkt auf. Aber wenn ich tatsächlich Hilfe möchte, ist keiner für mich da. Ich hab doch gesagt, ich will dich nicht hier liegen lassen. Ich wollte doch noch stärker werden. Selbst wenn das bedeutet, mich mit den Monstern zu verbünden. Ihr tötet mich besser. Wenn ihr mich hier so zurücklässt, bin ich es vielleicht, der euch am Ende tötet. Los doch, beendet mein Leben. Solange ihr noch könnt, erledigt mich. Warte. Bitte warte. Ja, heil ihn. Ich wusste es. Ich wusste, dass du das bist. Vincent, erkennst du mich? Wie er vom Aufstehen kann. Ich liege in Sterben. Hoch, was? Ist was los? Hallo? Tu nicht so, als würdest du mich kennen. Warum sollte ich dich erkennen? Oh, wieder die geile Musik. Ich schätze, es ist eine ganze Weile her. Lang genug, um zu vergessen.
Sag mir nicht, das ist dein Bruder. Oder irgendwas ähnliches. Nach allem, was passiert ist, glaube ich, dass sich die meisten Leute nicht erinnern würden. Aber du erinnerst dich. Ich weiß, dass du das tust. Du erinnerst dich an die Stadt Unbühl. Du erinnerst dich an die Leute dort. Und du erinnerst dich an mich. Hä? Warum sagt sie die ganze Zeit, du erinnerst dich? Was ist denn... Oh, habe ich es nicht gerade gesagt? Kann das sein? Melina? Bist du das? Meine Schwester? Och, warum? Das ist doch zu erf... Ich hab doch gewusst, er ist doch nicht der Bruder oder so, weil er nicht das war. Ist... Mann, wieso muss ich recht haben? Vincent! Es hätte auch ihr Verlobter oder sowas sein können, aber irgendwie habe ich... Ich habe da eher dran geglaubt, dass es wirklich Geschwister sind. Melina. Vincent! Melina. Vincent! Ja. Liebesromanze, aber auf eine andere Ebene. Wie konnte ich dich nicht erkennen? Du warst doch genau vor meiner Nase. Schon in Ordnung, Vincent. Das ist meine Schuld. Ich habe dich so oft gesehen und doch nie etwas gesagt. Hätte ich damals nur halb so viel Kraft wie jetzt gehabt. Ich schwöre, ich hätte dich beschützt. Mach dir keine Gedanken, Vincent. Das liegt nun alles hinter uns. Niemand trug die Schuld daran. Wichtiger ist, dass du mir jetzt zuhörst. Vincent, ich bin nicht diejenige, die deine Stärke braucht. Ich möchte, dass du all deine angesammelten Kraft einsetzt, um uns bei der Rettung der Welt zu helfen. Vincent, du wirst doch uns begleiten, oder? Melina. Das wäre erledigt. Ein weiterer hilfsbereiter Mann für unseren zusammengewürfelten Haufen. Ei. Vincent, war das richtig? Ich bin Adriel. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Vincent schließt sich der Gruppe an. Ist das wundervoll. Von wem? Man kriegt's in den Hexria. Da hat sich wohl jemand vertan. Aber ist nicht so schlimm. Wir kriegen den jetzt erst. Eins können wir definitiv abhaken. Amos kriegen wir nie wieder. Das steht ja fest. Da habe ich einen Fehler begangen. Aber egal. Wir haben dafür aber zwei Monster. Und in den einen Display, wo ich mal ein paar Lösungen mal gucke, ist aber schwierig, weil die genauso wenig weiß wie ich. Die hat zum Beispiel nicht eine Bein. Sie hat zwar Amors bekommen und habe ich erkannt, dass ich einen Fehler gebacken habe und habe noch meine Lösung nachgeguckt. Man kriegt ihn nicht wieder. Das finde ich schade. Auf irgendeinen anderen Weg hätten sie das doch machen können. Aber den Schleimritter und den Helmschleim hat sie nicht gehabt. Ah, gut. Ja, ist eine Sie, war eine Let's Playerin. Aber gut, machen wir hier weiter. Vincent und ich gehen zurück zum Wagen, Bruno. Wir werden dort auf dich warten. Okay. Ich werde mir den gleich mal anschauen. So, haben die irgendwas zu sagen? Vincent ist ein furchtbarer Gegner. Aber großartiger Verbündeter, ei. Melina, es ist klar, dass du Vincent immer in deinen Herzen getragen hast. Nun seid ihr beide wieder im Leben des anderen vertreten, so wie es bei Bruder und Schwester sein sollte. Okay, die sagen nichts anderes. Wird jetzt mir gesagt, wo ich hin muss? Okay, alles ist hier befreit. Das Schloss Synythia ist jetzt von der Herrschaft von Duran erledigt. So.
Wow. Okay, so langsam verstehe ich. Diese Löcher, die wir jedes Mal entdeckt haben, das sind einfach Löcher, die zugestopft werden müssen in der Traumwelt. Das heißt, das Schloss Zenithia ist jetzt in der Traumwelt wieder und dort müssen wir das Loch finden. Ich weiß, ganz am Anfang hatten wir doch so ein Loch, wo doch dieser kleine Knirps runtergefallen wäre. Plötzlich sind wir ja runtergefallen, weil wir ihm geholfen haben. Ob das das Loch ist, was gerade zugemacht wurde? Dann haben wir das Loch mit Hexria zugemacht. Wo es ja auch immer abfiel. Ha. Achso, das brauchen wir gar nicht mehr. Das ist jetzt unwichtig. Ich denke mal, wir müssen jetzt dorthin. Aber zunächst will ich jetzt erstmal was sehen. Du bist auf Stufe 28. Ah. Kämpfer in Blau, Gladiator ist er. Fliegengewicht, okay. Boah, was könnten wir ihm denn geben? Mittlerweile haben wir nichts mehr. Vielleicht machen wir das wie bei ihm, Zauberer. Fair, ja. Ich wüsste gar nicht, was wir ihm geben könnten. Sonnenblitzklinge, Drachenhaut. Ach, das ist doch die Klinge, die er doch bei uns uns entnommen hat. Und ich sehe gerade, er hat den Platin-Kopfschmuck. Haben wir jetzt alle Platin-Teile zusammen? Das hat ja was hier mit den Dingern zu tun. So, wir haben Platin-Schwert, Platin-Rüstung, Kopfschmuck. Das wird, glaube ich, noch was. Was ist, wenn ich ihm das dann gebe? Oh, verstärkt definitiv was. Wie sieht's mit dem Schwert aus? Ist aber schwächer. Stachelpanzer macht schwächer, okay. Ansonsten habe ich nichts. Rüstung der Heler eher nur. Hat eine gute Verteidigung, aber es hat ja einen Nachteil. Was hast du denn als fünftes? Nix. Er ist schnell genug. Vielleicht ein Goldring. Abwehrkraft. Regeneriert MP, wenn man ihn benutzt. Ich würde sagen, geben wir ihn einen Goldring. Ja. Jo. Okay. Und dann die Aufstellung. Ich werde mal was versuchen. Wir werden jetzt mal was ganz anderes machen. Wir nehmen andere Leute mal mit. So. Damit wir auch mal Abwechslung haben. Rebecca, du machst eine Teleportation zu Madame Lucia. Ich möchte mal kurz zu ihr hingehen. Zack. Mit uns. Mal gucken, hast du irgendwas Spezielles zu sagen? Der Kristall hat deinen Kommen vorhergesagt, Vincent. Madame Lucia ist immer auf den Laufenden, nicht wahr? Manchmal träumt Madame Lucia von einem schimmernden Wesen, das einen Turm hinaufgaloppiert. Dieser Traum wurde in letzter Zeit immer lebendiger. Gehen wir zu Bett, ja? Dann können wir uns morgen unterhalten. Okay, das heißt, wir sollen zum Schloss. Also hier steht auch was von einem sogenannten Pegasus-Turm. Und ich glaube, das ist damit auch gemeint jetzt. Aber ich glaube, der Pegasus-Turm ist quasi dieses Zenithia-Schloss. Glaube ich. Ich kann mich auch irren. Aber ist okay. Wir werden jetzt... Achso. Wir werden jetzt aber trotzdem nochmal nicht nach Unmüll. Oh, das war das Falsche. Naja, obwohl, warte mal, wir können uns hier eben kurz ausruhen. Ist es nicht so verkehrt. Was ist jetzt eigentlich, wir könnten doch irgendwie hier sagen, wir haben deine Tochter gefunden. Aber irgendwie will er nicht. Naja, ich verbombe hier mittlerweile alles.
Naja, solange dass wir doch durchstaffen, wenn das nicht relevant ist, ist es ja nicht so schlimm. Warte mal, wo war der doch? Das müsste hier gewesen sein. Um zu sagen, dass wir seine Tochter gefunden haben. Warte mal, Mehl? Vielleicht Melina? Komm, ich versuche es einfach mal.